Die Haselmausbrücke in Vilshofen, sie ist einmalig in Deutschland. Für dieses kleine Tier ist sie gebaut worden. Jetzt, 3 Jahre später, gibt es Bilder aus dem Brückeninneren. Wir sehen Amseln, den Rotspecht, Waldmäuse, noch mehr Waldmäuse, aber keine Haselmaus. Der vom Aussterben bedrohte Nager nimmt die Brücke nicht an. Doch von vorne. Die Haselmausbrücke ist ein vor Gericht gefundener Kompromiss zwischen Naturschützern und Bauamt, weil die Ortsumgehung den Lebensraum des Nagers zerschneidet. So soll die Brücke funktionieren. Die Haselmaus ist Kletterexpertin. Über Hecken und Sträucher soll sie zur Brücke und über Äste im Inneren nach oben kommen. Dort kann sie sich entlanghangeln auf die andere Biotopseite. Doch da ist gar kein Biotop mehr. Genau das haben Naturschützer schon beim Bau der Brücke kritisiert. Die Sinnhaftigkeit der Brücke ist nach wie vor nicht gewährleistet. Und die wird auch nicht mehr gewährleistet, weil da drüben ja das eigentliche Biotop, weshalb die Brücke gebaut worden ist, nicht mehr existiert. Und das ist eigentlich der Grund allen Übels. Die Naturschützerin sollte Recht behalten. Wie aber konnte es zu dieser Planungspanne kommen? Wir sind als staatliches Bauamt hier nur für die Straße zuständig. Das Neubaugebiet liegt in der kommunalen Planungshoheit der Stadt Vilshofen. Da haben wir keinen Einblick, da sind wir nicht zuständig. Planer und Naturschützer sind sich jetzt einig. Eine zweite Haselmausbrücke, wie sie mal angedacht war, wird es nicht geben. Stattdessen hat das Bauamt an anderer Stelle in Vilshofen 2 Hektar Wald gekauft. Hier zum Beispiel. Kästen für die Haselmaus hängen schon. Umgefallene Bäume dürfen einfach liegen bleiben. Hier soll sich die Haselmaus wirklich wohlfühlen. Wir haben beide daraus gelernt. Das ist ja gut für die Zukunft, dass man einfach vielleicht einmal noch mal öfter miteinander spricht. Die Ausgleichsmaßnahmen, das muss man wirklich sagen, also jetzt unabhängig von dieser Brücke, sind die Ausgleichsmaßnahmen wirklich toll umgesetzt worden. Bleibt nur die Frage, was tun mit der knapp 100.000 Euro teuren Haselmausbrücke? Macht's halt eine Fahrradbrücke. Man könnte jetzt diese Konstruktion, diesen Rahmen jederzeit an einer anderen Straße eben als Verkehrsschilderbrücke nutzen. Vorerst bleibt die Brücke stehen, denn das Bauamt hofft noch, dass die Haselmaus irgendwann drüber geht. Und selbst wenn nicht, zumindest machen es sich ja andere Tiere darin gemütlich.